Ja, hi Leute, willkommen zur nächsten Folge. Heute haben wir einen Zyklomatus vor uns, und zwar Zyklomatus imperator. Das ist eine sehr coole Art, meines Wissens leider nicht in europäischen Zuchten vorhanden. Ja, und ihren Ursprung hat die Art auf Neuguinea. Dort kommt sie über die ganze Insel verbreitet vor, mit Schwerpunkt aber vermutlich in Papua-Neuguinea, also der östlichen Hälfte von Neuguinea. Im westlichen Teil liegt ja noch ein Teil von Indonesien. Und daher stammen eigentlich die meisten im Handel angebotenen Präparate. Aus Papua kommt relativ wenig direkt, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja, früher gab es noch Unterarten von Zyklomatus imperator, die beschrieben wurden. Die wurden mittlerweile aber in den Rang einer Art erhoben, und da kann ich zustimmen. Also da sind die Mandibel- und Pronotum-Unterschiede schon sehr, sehr deutlich. Sie kommen auch teilweise im gleichen Verbreitungsgebiet vor. Von daher kann man die wirklich als eigene Arten einstufen. Das wären dementsprechend dann Zyklomatus mongioi und Zyklomatus splendidus. Sind beide auch deutlich seltener und sehen auch echt cool aus. Die Art ist farblich relativ variabel. Die meisten Exemplare sind rötlich gefärbt. Es gibt dann aber auch diese dunkelbronze gefärbten, sag ich mal, wie diesen hier, grünlich. Und dann gibt es sie noch in Blau und in Violett. Und ich habe ein kleineres Männchen in der Sammlung, das ist etwas bläulich, dunkelblau. Habe ich jetzt aber gerade leider nicht hier, um euch das zu zeigen. Die Art kann bis 90 mm groß werden. Das haben wir hier bei diesem Exemplar natürlich nicht. Die werden dann nochmal deutlich imposanter, auch vom Kopf und den Mandibeln her, wenn das richtige Magertiere sind. Also das hier ist ein Medium-Männchen, auch wenn er schon relativ groß aussieht. Der hat ja, 68 mm. Ne, also kein Riese für die Art, ist noch ein Medium-Tier. Aber dennoch schönes Exemplar und wichtig für die Sammlung. Das ist ein Exemplar, das wurde im Jimmy Valley in Papua gesammelt, Papua-Neuguinea, im Oktober 2000, also schon 18 Jahre in Tütchen verpackt gewesen. Jetzt wird er endlich präpariert. Ja, im Jimmy Valley ist die Art auch ziemlich gefährdet, da durch den Klimawandel dort die Regen- und Trockenzeiten verschoben sind und sich auch quasi gar nicht mehr vorhersagen lassen. Und dadurch könnte der natürliche Rhythmus dieser Tiere natürlich auch gestört werden, was dann eventuell zu einem Populationseinbruch in dieser Region führen könnte. Mal gucken, wie sich das entwickelt, aber ja, Impact hat das überall. Na gut. Dann würde ich sagen, fangen wir einfach mal an, ihn zu präparieren.
Okay, der Käfer hat jetzt über Nacht getrocknet. Und wir sollten abnadeln können. Er hat einen leichten Blau-Violett-Schimmer auf den Mandibeln. Ist mir eben aufgefallen. Das ist echt ganz hübsch. Und der Rest des Körpers ist eben bronzefarben. Echt ein cooles Teil. Mal schauen, irgendwann werde ich vielleicht auch selber mal nach Neuguinea reisen und die dann auch finden. Erstmal ist Borneo dran, da gibt es dann, wenn ich zurück bin, auf jeden Fall auch wieder viel zu sehen. Gut, ein paar Folgen kommen bis dahin aber noch. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, schreibt in die Kommentare, abonniert. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.